So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin der Tobarok und wir sind hier mit unserer kleinen Mietekatze unterwegs und sollen, da vorne ist er nämlich, mit dem guten Neramo reden. Das wollen wir nämlich noch machen, das machen wir auch jetzt. Ah, ich hoffte euch wiederzusehen, Assistent. Verratet mir doch bitte, was hatte die Weitfür zu sagen? Ich fürchte, er und ich sind uns unter ungünstigen Umständen begegnet. Hat er nach mir gefragt? Hat er eine meiner vielen Errungenschaften erwähnt? Das hättest du wohl gerne. Ja gut, die Vane möchte, dass ihr und Rhaenor mir bei einer wichtigen Aufgabe helft. Genau. Rhaenor? Das ist doch bestimmt etwas, womit ich auch alleine fertig werde. Wenn ich die Weitfür beeindrucke, könnte das mein Ansehen innerhalb der Gemeinschaft der Dwemer-Gelehrten immens erhöhen. Verratet es mir. Was verlangt Fürst Für von mir? Uns. Kannst du auch selber machen. Ist mir ganz egal. Er möchte, dass wir eine Lampe bauen. Eine, die mit denen identisch ist, welche aus dem Loquatorium entfernt wurde. Er will einfach nur, dass wir eine Lampe bauen? Ja, genau. Was für eine merkwürdige Bitte. Sei's drum. Ich biete mein umfangreiches Fachwissen gerne an. Solange ihr die Weitfür auch wissen lasst, dass ich das getan habe. Immer der Reihe nach. Ich muss eine dieser Lampen studieren, die wir nachbauen sollen. Kriegen wir hin. Mir wurde aufgetragen, dass die alten Lampen ins Fundament gekippt wurden. Dort sollen wir anfangen. So, wo ist denn das Fundament? Ach, da hinten. Siehst du, dann mal los. Auf ins Fundament, Freunde. Genau, da sollen wir hin. Das Fundament. So. Mechanisches Fundament. Da waren wir doch schon unten, ne? Glaube ich. Waren wir da nicht schon unten? Mit dem. Natürlich waren wir hier schon. Aber sowas von hier unten. So, pass mal auf. Nee, Ramo. Dann kommen wir mit meinem Freund. Hier sind nämlich so einige Ecken, die wir abklappern sollen. Und zwar. Ich guck mal kurz auf die Karte, wie spät das ist. Und zwar. Oh, hier. Ja, da sollen wir mal gucken. Was ist da oben? Schlangen. Ah, da ist ein Unterschlupf da hinten. Ah, da wissen wir das auch. Alles klar. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken. Und vor allen Dingen sollen wir wieder Fässer durchsuchen und Kisten und hast du nicht gesehen, weil wir haben. Ich habe ordentlich gecraftet nebenbei. Ordentlich Sachen hier hergestellt. Damit wir so viel wie möglich neuen Kram. Da ist eine Lampe. Verbeulte Lampenröhre. Eine verbeulte Lampenröhre. Aha. Eine Art Röhrengehäuse. Vielleicht zum Schutz von etwas Gläsernem? Höchstwahrscheinlich. Zu sagen. Hier liegen die Dinger überall rum. Überall rum. Da waren noch Kisten. Hey, Mensch, Freunde, Kisten durchsuchen. Weil, wie gesagt, ich habe ja alles leer. Alles weg. Ich möchte das gerne durchgehen. Bruchstück einer zerbrochenen Lampe. Untersuchen. Verkohlte Uhrwerksflammen. Filament. Irgendeine Art komplexes Filament. Ein Filament, ich drehe das durch. Das Gewebe dieser Faser. Das ist maschinell gefertigt. Ich sollte mir Notizen machen. Genau, mach du dir mal Notizen. Und wir suchen hier weiter so ein bisschen in der Gegend rum. Und zwar auch hier unten. Das ist ein Fass. Rocken. Also es ist ein bisschen schwierig, hier die Fässer zu sehen in den ganzen Röns. So, erstmal hier runter. Da ist nämlich noch was. Das ist ein Bodendeckelstück. Irgendeine Art von Kompressor. Zur Umleitung eines Gases vielleicht? Interessant. Ja. Du bist so gut, mein Freund. So, hier ist noch eine Kiste. Alter Schwede, Kaffee. Wie gesagt, wir können unsere ganze Geschichte wieder voll machen. Wir haben nämlich alles ausgegeben. Alles weg. Kaputter Modulator. Schaut euch die Blenden dort an. Das muss eine Art Modulator sein, der das Wesen des Lichts verändert. Faszinierend. Das war eine Truhe. Da. Nein, ich will nicht mit dir reden. Im Gegensatz zu anderen. Ich will nicht mit dir reden. Nein, hier war nämlich. Du stehst gerade echt im Weg. Da ist so eine Kiste. Kiste durchsuchen. So, Fass. Alles klar. Fischschleim können wir auch gebrauchen. Eine Schlange. Ach, wir sollen sowieso mit dir reden, ne? Ich sehe schon. Wir müssen mit dir reden. Kriegen wir gleich hin. Pass mal auf. Aber hier ist eine Kiste. Ich möchte am liebsten mit der Kiste hantieren. Das geht nicht. Doch. Wo ist das? Trinkschlauch. Ach, da. Na gut. Umfüllen. Nehmen wir mit.
So, mein Freund. Gut, dann reden wir noch eine Runde. So. Kompressoren, Filamente, Gehäuse, Modulatoren. Ja, ich glaube, ich begreife, was all diese entsorgten Lampen gemeinsam haben. Du stehst extrem mir vor der Nase. Ich lausche. Im Gegensatz zu anderen Lampen verdichten diese eine Art geodisches Gas in Metallröhren und modulieren das Licht anschließend so, dass eine andere Form der Beleuchtung erzeugt wird, die für die Augen Sterblicher nicht zu sehen ist. Unsichtbares Licht. Bemerkenswert. Fantastisch. Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten sind grenzenlos. Ja, fantastisch. Kannst du jetzt so eine Lampe bauen? Ja. Ich glaube, mit Reinos Unterstützung können wir diese Lampe ohne größere Schwierigkeiten nachbauen. Ihr werdet natürlich aber erst die erforderlichen Teile beschaffen müssen. Ach, schon diese wieder. Diese hier sind alle irreparabel beschädigt. Na toll. Was genau habt ihr mit diesem Licht vor? Ja, wir planen, es auf Sotasil anzuwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann geschehen wird. Aber das kriegen wir dann ja zu sehen. Ihr plant was? Oh je. Nun, das klingt wie eine schreckliche Idee. Aber ich werde mich darauf verlassen, dass ihr und Fürst für mich beschützt. Hier ist eine Liste mit den Teilen, die ich brauchen werde. Trefft mich in der Halle der Feinmechanik, sobald ihr sie beschafft habt. Viel Glück. Ja, euch auch. Na super, Feinmechanik-Geschichten. Gut, ist das denn hier unten oder was? Nee, warte, wo ist denn die Map da? Ist doch hier unten, siehste. Ich bin, wir sind da, wir sind hier. Was ist da? Ach, da habe ich Wasser entdeckt. Okay. Das zeigt ja mir an, also dieser Mod ist mit drin. So, dann muss ich einmal um Ecke. Ja, nee, war eine Truhe. Pass mal auf. Na komm. Es geht nicht beim ersten Mal, ne? Alter Schwede, lass mal sehen, was ist drin. Oh, das nehmen wir doch alles mit. Super gut. Sehr schön. Ach, hier ist noch was, ein Buch. Echt, Schatzsucher Neuling. Na, ah, die Kiste ist ja schade eigentlich, ne? Wäre super gewesen. Naja. Hier muss man echt mal um die Ecken gucken, Mensch. Das ist echt. Also, ne? Na gut. Gehen wir doch mal hier durch. Aber ich denke mal, wir sind hier nicht alleine. Es wird hier eine ganze Menge Gefusel rumlaufen. Da sollten wir möglichst nicht runterfallen, weil dann ist. Sind wir eine Etage tiefer? Das können wir auch gar nicht. Zitronen. Ich habe doch da irgendwo jemand rumlaufen. Ach, die sind alle so ein bisschen. Die sind alle so ein bisschen dezent kaputt. Okay, pass mal auf, dann nehmen wir uns die mal vor. Weil das können wir jetzt ja. So. Ja, ja, du wolltest mir doch jetzt nicht hier, ne? Helfen oder was? Bist du verrückt? Also, sowas. Och. Alle Funktionen laufen wie beabsichtigt. Ach, wir müssen. Ach, wir müssen diese. Diese Kreaturen umbringen. Na gut, das ist ja immer eine feine Nummer. Ach, das war schon. Okay. Hat ihn hingeschmissen sozusagen. Das ging sozusagen in Bruch. Da haben sie noch Sachen. Hier auch. Zitronen und fast leer. Na super. Was ist hier? Ein Roboter. Ein Roboter-Rattenmaus. Dingsviech. So. Vier. Wir brauchen ja nicht durch die ganze Geschichte durchrennen hier. Aber die Fässer. Die müssen wir mal mitnehmen. Da auch noch. Die ist leer. Großartig. Aber das ist noch so ein kleines Viech, was wir gerne mal. So, kommt, Freunde. So. Zack. Oh, hier ist eine Kiste, eine Truhe. Aber das ging. Na komm. Na komm. Ach komm schon. Jetzt. Aufmachen. Und? Doch alles mit. Hier. Okay, jetzt nach unten. Ist ja. Oh, hier ein Rubner.
Was machen die denn hier? So, alle mitnehmen. Was haben wir hier noch? Bücherregal. Oh, Gottes Willen. Da siehst du. Was haben wir hier? Getränk mitnehmen? Sack, Münze. Oh, ja, hier. Fischschleim. Nehmen wir auch mit. So, wie viel sollten wir noch haben? So viel war das gar nicht mehr, ne? Nach unten wollte ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil dann können wir hier nämlich noch ein bisschen aufräumen. So, was ist das dabei? Erzähl. Abgeschlossen. Supi, ich hab's in der Tasche. Und jetzt müssen wir wohin? Da vorne hin. Uhrwerkkompressore. Na gut, dann müssen wir da mal hin. Okay, der ist ausgeklipst, Batterie rausgenommen sozusagen. Auf geht's da hinten hin. Pass mal auf, was haben wir hier noch? Drachenblut. Weizen. Stufenaufstieg. Ui, wir sind 15. Oh, hier, warte, da liegt noch was. Oh, nee, nicht. Ah, hier ist eine Kiste. Hier sind überall Kisten, das ist ja Wahnsinn. Was liegen hier für Kisten rum? Sonst finden wir nie welche. Ach nein. Na, wir haben immer reichlich von den Dingern. Sonst finden wir nie Kisten. Gibt's ja gar nicht. Und jetzt hier unten so viele. Ist ja fantastisch. Allerliebst sozusagen. So, hier drücken wir nix. Wollte ich mich fast übersehen. Sagen wir mal schnell die, ne? So, pass mal auf, wo soll man denn jetzt? So, hier sollen wir das Teil finden. Ach, da. Auf der Rückseite. Da. So, jetzt haben wir alles. Oder nicht? Doch, ne? Wir müssen eigentlich alles haben. Hier sind noch Fässer. Ingwer. Na gut, dann können wir jetzt zurück, oder was? Schau mal kurz auf die Karte, wo sollen wir hin? Wir sollen hier raus. Okay, den Weg wieder zurück, na gut. Aber die stehen ja gleich wieder auf, die Jungs hier. Siehste, die Blitzwaffe ist doch super. Ja, warte mal. Noch so ein Wind, alter Freund. Reflektiere. So, da ist was drin für uns. Okay. Ein Uhrwerk. So, mal sehen, dass wir hier rauskommen. Warte. Nee, oh, hier. Da. So, mitnehmen Weizen. Haben wir das schon mitgenommen? Nee. Ja, doch, klar. Hier hinten ist noch was. Molusklo nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt nach Hause. Und zwar die Richtung. Ich hoffe, hier steht nichts mehr Großartiges rum. Alles klar. Hinaus, hinaus. Oh, da ist eine Kiste. Gerade durch. Mate. Jetzt müssen wir hier raus. Ups, Messingfeste. Zurück. So, dann wollen wir das Teil mal abliefern. Das Material. So. Wo versteckst du dich? Um euch bei euren Einkäufen zu helfen. Da ist er doch. So. Hier, da vorne, da müssen wir rein. Hier. Halle der Feinmechanik. Da muss er irgendwo rumsitzen. Mal gespannt. So, wo ist denn der? Hallo Kumpel, wo stehst du rum? Nun?
ist denn der jetzt? Der war doch hier. Nee, er ist nicht da. Feuerstelle. Ich will doch jetzt die Feuerstelle nicht benutzen. Wo hast du dich denn versteckt, mein Freund? Halle der Feinmechanik, da müssen wir nach unten. Ich glaube, da müssen wir nach unten. Feinmechanik, Halle der Feinmechanik, ganz nach unten. So, jetzt sind wir da. Und wo ist er? Wo ist denn der jetzt? Wir sind in der Halle der Feinmechanik. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Komisch, also verstehe ich jetzt nicht. Hier war auch nicht irgendwie, also nirgends. Gut, dann gehen wir wieder raus. Na gut. Keine Ahnung, warum Schwert. Ich weiß es nicht. Da hinten. Oh, auf der anderen Seite. Gemischwarenhändler. Wie kommen wir denn da hin am besten? So, warte mal, hier rum. So rum. War das nicht auf der... So, Kumpel, wo bist du? Mit dir will ich nicht reden. Da hinten ist er. Da ist er. Was? Mit ihr sollen wir reden? Nee, ne? Na gut. Na, da sieht aber wer aus, als wäre er auf der Jagd nach etwas ganz Bestimmtem. Hier seid ihr richtig, mein Freund. Ich habe ein bisschen von allem. Was darf ich euch bringen? Habt ihr solche Lampenröhren, wie ich, wie die aus den Lopro-Dings? Zufälligerweise habe ich gerade erst vor ein paar Tagen welche erstanden. Anscheinend hat jemand die alte Beleuchtung weggeworfen, um Platz für die neue zu machen. Sie sind aber gar nicht mehr so leicht zu kriegen. Wie lautet euer Angebot? Überreden wir sie mal. Ich arbeite mit Propst Vanui zusammen. Wenn ihr das, wenn ihr mir einen Gefallen tut, tut ihr ihr einen Gefallen. Varuni Ave? Nun, das ändert alles. Jeder Freund von Varuni ist auch mein Freund. Ach, großartig. Nehmt diese Röhre hier. Die geht aufs Haus, ja? Lasst Varuni einfach nur wissen, wie hilfreich ich war. In Ordnung? Klar. Und dass ich ziemlich gut aussehe. Und mich auch auszudrücken weiß. Abgemacht? Ich werde sie auf jeden Fall ausrichten. Super, haben wir. Sehr schön. Und nun? Und jetzt? Da vorne hin. Liefer die Teile meiner... Da vorne ist er. Ich will wieder nach vorne latschen, ne? Immer in Bewegung. Bleiben da rum. Wir sind hier längs. So. Da runter. Der muss da doch... Ach, er ist bestimmt drinne jetzt. Jetzt ist er drinne. Ja, klar. So. Renn in die Bude und nach unten. So. Feinmechanik. Nee, warte mal. Da ist er doch. Hier vorne steht er doch rum. Hey, Kumpel, hier. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ausgezeichnet. Reino und ich haben eine passable Fassung für die Lampe zusammengeschraubt. Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind die Komponenten, zu deren Beschaffung ich euch ausgesandt hatte. Hattet ihr Erfolg? Ja, aber natürlich. Wundervoll. Ich bin zuversichtlich, dass diese Lampe exakt die Spezifikationen der anderen aufweisen wird, die entfernt wurden. Solange Reinor sich nicht irgendwo verrechnet hat. Wäre das dann also die Zeit, um die weit für über unseren, oder genau gesagt meinen, Erfolg in Kenntnis zu setzen? Ich werde die weit Bescheid geben, dass wir demnächst soweit sind. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ihr müsst natürlich nicht hierher zurück. Kiret sollte gleich wieder da sein. Ich schicke sie dann los und lasse sie die fertige Lampe rüber ins Lokutorium bringen, sobald sie bereit ist. Bis bald, Helfer. Helfer. Mein Freund. Helfer. Der nimmt uns Helfer, der Knecht. Naja, gut. So, raus an die frische Luft wieder. Schwupsi, Messingfeste. So. Wir sind draußen. Und wo sollen wir hin? Wir sind schon mal kurz mal kicken. Meine Funktionen erlauben es mir, allen Kunden zu assistieren. Ist das hier? Da. Wir sollen nämlich rein. Da gehen wir doch mal rein. Da vorne ist es nämlich. Hier. Da, genau. Gerade durch. Nein! Doch, natürlich. War doch hier richtig.
War doch richtig, ne? Orange. Das war verkehrt, ich weiß. Nö, wir sind gar nicht mal so ganz verkehrt. Wo ist denn... müssen wir nach unten fahren, eventuell? Na gut, fahren wir runter. So, große Lager sind wir unten und... und... hier ist kein Mensch. Ach da. Können wir noch weiter runter? Aha, gut. Hier. Hier ist gar kein niemand, nicht. Hallo? Hier ist keiner. Hat sich versteckt hier vielleicht eventuell? Nein. Gut, dann wieder raus. Hier ist keiner. Okay, na mal, wo kann die denn sein? Da vorne muss ich rein, ich Ochse. Mein Gott, einmal rundrum. Da oben durch. Und wir nehmen hier erstmal unser Hottehü. Und zwar ganz nach oben. So. Ja, verkehrt gelaufen, echt. Das passt super. So, hier. Basilika. Basilika. Basilikum. Basilikum, klar. Da ist er. Hey, Kumpel. Freund der Sonne. Ah, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Natürlich nicht um euch. Diese Apostel haben mich umkreist wie die Klippenläufer. Zweifelsohne auf der Jagd nach einem Autogramm. Wie ermüdend. Ich vermute, ihr wart erfolgreich darin, etwas über diese Lichter und wie man ein neues baut, herauszufinden. Ja klar, wir haben eine neue, funktionsfähige Lampe gebaut. Kirit wird sie bald abliefern. Gut gemacht. Ich nehme an, ihr habt die besondere Eigenschaft dieser Lampen entdeckt. Warum setzt mein guter Freund Seel so viel daran, ihnen aus dem Weg zu gehen? Neramo glaubt, sie strahlt eine Art unsichtbares Licht ab. Unsichtbares Licht? Faszinierend. Vielleicht, um den Faktoten beim Navigieren zu helfen? Ah, sei's drum. Weitere Nachforschungen müssen warten. Nun ist die Zeit für Taten. Ich werde eine Versammlung des Kongresses verlangen. Platziert eure Lampe auf dem Balkon droben. Kehrt danach zu mir zurück. Das machen wir doch. Wir platzieren die Lampen droben auf dem Balkon. Sagtet ihr etwas davon, die Lampe auf den Balkon zu stellen? Was? Wir haben da ein Problem. Ach, nicht doch. Was denn für ein Problem? Reinor und dieser nervige Hochelf haben eure Lampe fertig. Aber es gibt ein Problem. Auf dem Weg hierher habe ich zufällig einen Gehilfen etwas darüber sagen hören, dass Sotasil irgendwelche neuen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Anscheinend wird der Balkon jetzt schwer bewacht. Dann muss ich also an den Wachen vorbeischleichen, um die Lampe in Position zu bringen? Sieht wohl so aus. Ja, das hab ich mir gedacht. Es sei denn, ihr wollt Blut an den Händen. Doch das könnte die Sache mit unserer Bürgschaft ein klitzekleines bisschen verkomplizieren, ja? Seid einfach nur schnell und leise. Wie ich. Ihr schafft das schon. Hier ist die Lampe. Viel Glück. Vielen Dank für die Warnung. Ja, super. Ja, gut, dann haben wir es ja jetzt an Hacken. Wir müssen jetzt dahin schleichen. Und zwar müssen wir dahin. Stellt die Lampe auf. Da müssen wir hin. Okay. Das machen wir aber auch jetzt in der nächsten Folge, Freunde. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf meinem Kanal gerade los ist. Also bis zum nächsten Mal hier bei The Elder Scrolls Online. Bis denn. Ich sag ciao, ciao.